Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Wir lesen in der Bibel: Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Hallo, hier spricht Magdalena Krönig aus Grünstadt. In diesem dunklen Monat November gedenken wir unserer Toten. Wir empfinden Trauer und Schmerz, wenn wir einen lieben Menschen verloren haben. Und wir machen uns Gedanken darüber, was nach dem Tod kommen mag. In der Bibel finden wir das Bild von Gottes ewigem Reich, dem neuen Jerusalem, das nach dem Tod beginnt. Ein Ort außerhalb unserer Welt, in der wir leben. Immer, wenn ich über den Tod nachdenke, scheint dieses Bild der Ewigkeit auf. Das Bild einer Welt, in der die Ungerechtigkeiten aufhören, in der alle genug haben, keiner hungern, keiner Schmerzen und Verluste ertragen muss, in der Gott uns die Tränen abwischt und uns lebendiges Wasser reicht. Eine Welt, in der wir unsere Lieben wiedersehen und nie wieder verlieren werden. Ein paradiesisches Bild. Eines, das mit der Welt, in der wir jetzt leben, so gar nichts zu tun hat. Oder doch? Wenn ich in der Frühe spazieren gehe, erlebe ich manchmal ganz unverhofft Augenblicke, die mir wie ein Strahl der Ewigkeit in unserer Welt erscheinen. Die ersten Sonnenstrahlen, die auf den Raureif fallen und die ganze Wiese zum Glänzen bringen. In diesem winzigen Moment bekomme ich so einen Ewigkeitsstrahl ab. Ohne darüber nachzudenken, spüre ich, wie Ewigkeit sich anfühlt. Wenn ich nachts in den Sternenhimmel blicke und für einen Augenblick Ahnung habe von Unendlichkeit. Ich bin sicher, jeder Mensch erlebt solche Augenblicke, in denen der Himmel in unsere Welt hineinragt. Wir wollen beten. Ewiger Gott, du rufst uns ins Leben und du lässt den Tod über uns kommen. Du stellst uns Menschen an die Seite und du lässt sie wieder von uns gehen. Doch im Leben wie im Sterben gehören wir alle dir. Bei dir sind wir für immer geborgen. Wir bitten dich, sei uns nahe. Gib uns Kraft für den Weg, den wir gehen müssen. Gib uns Hoffnung für die dunklen Wege der Trauer und gib uns Mut für den Weg zurück ins Leben. Amen. Dazu segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.